Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Heute ist ein keltischer Samstag, aber also, falsches Bild erwischt, Verzeihung, Entschuldigung. Sondern wir haben morgen einen keltischen Sonntag. Keltischer Sonntag ist an sich ein guter Tag und deswegen habe ich mir statt des Tageshoroskopes die Mühe gemacht und habe die Sonne-Venus-Halbsumme im Quadrat zu Mars berechnet, also Sonne-Venus, da müsste irgendwo die Halbsumme sein, die liegt bei 1848 und das geht hier ins Quadrat mit Mars, Spitze 12, das Haus. Wird ein sehr spannendes Horoskop werden, aber bevor wir uns das näher anschauen, die Zahlen zunächst einmal. 12, 14, 16, nochmal 16, 18 und 19. Die 12 bedeutet, unser Leben steht Kopf. Gut, das ist für uns nichts Neues. Über Bürden und Lasten zu sich selber finden, also der Weg der Bescheidenheit ist uns auch vorbestimmt. Die 14 sagt eben Demut, Dankbarkeit, Bescheidenheit und die Selbstrücknahme, also Gelassenheit hängt damit auch zusammen. Zweimal haben wir dann die 16, das heißt auch hier Prozess des Zusammenbruches, wie in den letzten Tagen schon wiederholt, nicht mehr aufzuhalten. Es wurden Tatsachen geschaffen. Dann haben wir als fünfte Zahl die 18. Die 18 steht einerseits für die Täuschung, aber auch für die Enttäuschung und wie gestern ein Kommentar geschrieben hat, die Enttäuschung. Ja, das würde ich mir sehr wünschen, dass das jetzt die große Enttäuschung ist, weil allmählich haben wir, glaube ich, die Schnauze doch gestrichen voll. Als letzte Zahl haben wir die 19, eine große Schutzzahl, die Sonne. Das heißt, hier sollte eigentlich sehr viel gelingen und es geht fast schon alles zu leicht. Das kann ich allerdings noch nicht erkennen. Ich kann erkennen, dass wir heute bei uns minus 5 Grad haben und es geht noch weiter hinunter, sogar unter minus 10 Grad. Ich werde dann auch meine Regenwassertonnen leider ausleeren müssen. Ich warte immer auf Minusgrade, weil Regenwasser ist kostbar. Ich möchte mich, das habe ich vergessen, am Anfang zu sagen, noch einmal ganz herzlich bedanken für alle Unterstützungen. Interessant, auch besonders aus Telegram heraus, weil viele YouTube-Kanäle sind ja übergewechselt zu Telegram und jetzt erfahre ich auf YouTube von Telegram eine so starke Unterstützung. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich hoffe, ich kann eure Erwartungen erfüllen, weil was sich in den letzten Tagen abgespielt hat, muss sehr stark unter der Oberfläche gewesen sein, weil in der Realität haben wir noch wenig gesehen. Hier befinden sich alle 10 Planeten oberhalb der Aszendentenachse. Also hier tut sich schon einmal sehr, sehr viel oder es sollte sich sehr, sehr viel tun. Und die Halbsumme von Sonne und Venus ist dahingehend interessant, weil es ja auf der einen Seite die Bevölkerung, also uns, und das Wirtschaftssystem beschreibt, die im 9. Haus quasi wieder ihre Freiheit haben wollen, aber gleichzeitig ist die Venus die Herrscherin des 12. Hauses und die Herrscherin des 5. Hauses. Weiter zum zweiten Teil. Ende.